Ja, den herrlichen Klang. Muss man hören. Ja, sehr schön. Was ich dich fragen wollte, weißt du, wo Fräulein Mangold ist? Ist sie nicht im Büro? Würde ich dich fragen, wenn sie im Büro wäre? Sie ist zur Post gegangen. Vor einer Stunde. Ach so. Ich hab sie nicht gesehen. Soll ich mal rübergehen zur Post, Herr Karuske? Nein, ist nicht so wichtig. Aber ich könnte einen Jungen schicken, den brauche ich jetzt nicht. Wenn du ihn nicht brauchst. Also lauf mal rüber zur Post, ob du da Fräulein Mangold siehst. Sie soll sie gleich zurückkommen, Herr Karuske? Nein, ich will nur wissen, ob sie da ist. Ja, in Ordnung, Herr Karuske. Sie können sich auf mich verlassen. Herr Karuske? Der Wagen von Fräulein Mangold. Auf dem Hof steht er nicht. Nein. Vielleicht ist sie ja mit dem Wagen zur Post gefahren. Obwohl, die paar Schritte. Albert. Ja, Herr Karuske? Wer ist das? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Karuske. Du weißt doch, wer es ist. Ich weiß gar nichts, Herr Karuske. Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde sie laufen lassen. So hübsch sie auch ist. Sie auch gefragt, wo die ist? Ja, mich hat er auch gefragt. Sie hat sich nicht gemeldet? Nein. Herr Karuske? Ich wollte nur fragen, Frau Benker, Fräulein Mangold ist doch nicht etwa schon zu Hause? Nein, Herr Karuske, sie ist nicht da. Kann ich was? Nein, es ist nicht so wichtig. Besten Dank, Frau Benker. Wer ist es, Frau Thieme? Ich weiß es doch nicht, Herr Karuske. Sie trifft sich mit ihm, sagt sie nicht wo? Nein, Herr Karuske. Seiner Wohnung? Aber Herr Karuske. Haben Sie den Mann niemals gesehen, niemals seinen Namen gehört? Wer ist das, Frau Thieme? Sie müssen es mir sagen. Nichts ist so schlimm wie etwas nicht wissen, nicht genau wissen. Ich kann nicht leben, wenn mir nicht endlich jemand die Wahrheit sagt. Wer ist das, Frau Thieme? Herrgott, Herr Karuske, ich kenne den Mann doch auch nicht. Ich weiß nur, dass er... Dass er was? Er hat ein Tonbandgerät beliehen, Anfang August schon. Da haben Sie sich wohl kennengelernt. Anfang August? Warum fragen Sie sie nicht selbst? Sie antwortet mir nicht, Frau Thieme. Und warum muss ich es tun? Warum lassen Sie sich auch mit so einem jungen Mädchen ein? Das können Sie sich doch an den fünf Fingern abzählen, dass diese eines Tages... Entschuldigung. Manteuffelstraße 12.
Sie da? Guten Abend, Herr Karuska. Ist sie da? Nein. Wollen Sie mit dem Essen warten? Wo ist denn die Manteuffelstraße? Die Manteuffelstraße? Weiß ich nicht. Sie wollen nicht essen jetzt. Nein. Sie hat auch nicht angerufen? Nein. Ist gut, Frau Benker. Entschuldigen Sie, Frau Benker, ich habe meine Schlüssel nicht gefunden. Ist er schon da? Ja, er ist da. Er hat da was gesagt? Ist er böse? Hm. Na, Gott sei Dank. Er hat nur gefragt, wo die Weibsteufelstraße ist oder die Mannsteufelstraße. Mannteufelstraße? In welchem Zusammenhang? Ja, weiter hat er nichts gesagt. Ja, er muss doch irgendetwas gesagt haben. Guten Abend. Entschuldige, wenn ich so spät komme. Ich war noch in der Stadt. Ich hätte dich anrufen sollen, aber... Bist du sauer? Och, ich habe einfach nicht auf die Uhr gesehen. Passiert dir das nie? Was ist denn los? Nichts. Nichts. Warum zitterst du denn dann? Lass mich, es geht vorüber. Oh, es geht vorüber, wenn ich das schon höre. Gibt es irgendeinen Grund, so dazustehen? Entschuldige, wenn ich so dastehe. Weil ich einmal spät nach Hause komme. Du hast doch gehört, ich war in der Stadt. Ja. Du warst in der Stadt. Dann dreh dich gefälligst um. Wollen Sie jetzt essen, Herr Karuska? Nein. Ach du lieber. Ich fahre noch mal weg. Und Sie, Frau Mangold? Nein, ich habe schon gegessen. Kann ich dann schlafen gehen? Ja, gehen Sie. Du musst noch mal weg? Ja. Wohin willst du denn? Es dauert nicht lange. Entschuldige, Ursula, du weißt, ich bin leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, wenn es dich betrifft. Ja, das sehe ich. Willst du dir das nicht abgewöhnen? Komm her. Bitte.
weil ich einmal ein bisschen zu spät gekommen bin. Wie verrückt kannst du bloß sein? Entschuldige, Ursula. Bitte entschuldige. Ich bin nicht lange weg. Warum sagst du mir nicht, wohin du gehst? Ich sage doch, es dauert nicht lange. Wer ist da? Karuska spricht hier. Sprechen Sie doch lauter. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie um etwas bitte. Herrgott, sprechen Sie doch lauter. Ich sagte, entschuldigen Sie, wenn ich Sie um etwas bitten möchte. Herzlich um etwas bitten möchte. Lassen Sie mir die Ursula. Lassen Sie sie mir. Sie wissen, dass sie bei mir wohnt. Bei mir lebt. Ich bitte, lassen Sie sie mir. Wovon reden Sie? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Sie wissen doch, wer ich bin. Ja, ja, Sie sind ein Mann, der eine Menge Geld hat und der sich ein junges Mädchen leistet. Es ist Ihr Problem, wenn die Sache nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Sagen Sie, wie naiv sind Sie eigentlich? Es ist doch klar, dass das Mädchen es gar nicht erwarten kann, so schnell wie möglich in ein anderes Bett zu kommen. War sie heute Abend bei Ihnen? Ja, das war sie. Ich finde, dass es Zeit ist, dass Sie sich langsam über die Realitäten klar werden. Nach der Manteuffelstraße gefragt. Nein, noch etwas. Er hat immer eine Pistole in der Schublade, die fehlt. Ich finde sie nicht. Moment, es klingelt gerade an der Tür. Mach du mal auf. Aber frag vorher, wer da ist. Wer ist da? Ein komplizierter Fall. Ja, das fürchte ich beinahe auch. Weißt du, so ein Mann, an den man überhaupt nicht rankommt, lebt ganz für sich. Mutter geschädigt. Findet überhaupt keinen Anschluss. Dabei sieht er blendend aus. Und wenn man dann endlich ein bisschen Zugang zu ihm kriegt, wird er gleich unverschämt. Ja, typisch Mann. Als ich ihn fragte, ob er denn gar keine Freundin habe, griff er mir ohne Übergang
in den Nacken. Und meinte, ob ich nicht dringend einen Freund nötig hätte. Und was meintest du dazu? Sehe ich so aus, habe ich gefragt. Ja, hat er gesagt. Kein gutes Zeugnis für dich, mein Lieber. Oh, ja. Dann müssen wir aber sofort etwas dagegen tun, Frau Doktor. Sehr gut. Nimm sofort die Brille ab. Warum? Sie beschlägt. Warum habe ich mir jetzt die Brille abgenommen? Derek. Wo ist das? Ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Wo ist denn Harry? Ja, ist gut. Gute Nacht. Was ist passiert? 4 Schüsse durch eine Tür hindurch. Ein Mann ist tot. Wer denkt sich sowas aus? Durch eine Wohnungstür. Kann man nicht mal mehr an die Tür gehen? Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt hinter der Tür. Ja, Frau Betriebspsychologin, hinter verschlossenen Türen. Ja, das wollte ich damit sagen. Der Mörder, der ermordet ist schon. Räumst du noch ein bisschen auf? Später. Erst muss ich über Weseke nachdenken. Weseke, wer ist Weseke? Der Kontaktarme mit den Anschlussschwierigkeiten. Ach, der mit seiner Hand in deinem Nacken. Ist doch immerhin ein Fortschritt, findest du nicht? Entschuldige, Renate, es tut mir leid, aber... Ich weiß, Dienst ist Dienst. Ja, aber Mozart ist Mozart. Und Weseke ist Weseke. Vielleicht taue ich ihn noch so weit auf, dass er mir Händchen hält, wenn du keine Zeit hast. Und das steht dich. Dienst ist Dienst. Ja. Feiner Beruf. Hallo? Ja, ist es, aber er steigt nicht aus. Er sitzt im Wagen. Naja, ich verstehe. Ja, ist gut. Was? Ja, ist gut. Gustl. Gustl, was hast du getan? Woher weißt du? Später. Wo hast du die Pistole? Komm, steig aus. Geh rein. Sei leise. Weißt du, dass du den Falschen erschossen hast? Er heißt Hans Kleiber. Er ist 7 oder 28 Jahre alt, Barkeeper, und wohnt bei mir zur Untermiete. Seit einem Jahr. Was ist passiert heute Abend? Ja, also, es klingelte an der Tür. Ich konnte nicht öffnen, weil ich gerade telefonierte. Ich rief zu ihm hinüber, mach du mal auf.
Also Herr Kleiber war nicht hier in diesem Zimmer? Nein, er war in seinem Zimmer. Er kam herüber, er sagte, was ist? Ich sagte, mach doch mal auf. Er ging zur Tür. Ich rief ihm noch nach, aber fragt zuerst, wer da ist. Und das hat er auch getan? Ja, er ging zur Tür, fragte, wer ist da, und da knallten auch schon die Schüsse los. Zum ersten Mal habe ich gesehen, wie Kugeln in einen Menschen einschlagen. Es hat ihn immer so hochgerissen. Herrgott, dachte ich, macht der komische Bewegungen. Und erst als er zu Boden fiel, da sah ich die Löcher in der Tür und da habe ich bemerkt, was da passiert war. Dass da jemand durch die Tür geschossen hat. Sind Sie nicht gleich rausgelaufen, haben nachgesinnet? Der Mörder vielleicht nachgelaufen? Ja, das konnte ich ja nicht. Der lag ja da, der lag ja vor der Tür. Ich konnte sie gar nicht öffnen. Ich musste ihn erst wegziehen. Und dann war noch, konnte ich ihm nicht helfen. Das war ja zunächst einmal dringender. Nicht? Würden Sie sagen, dass ich da was falsch gemacht habe? Sind Sie gar nicht rausgegangen? Doch, nachher schon, aber da war der Kerl weg. Haben aber nichts mehr von ihm gesehen? Nein, nicht einmal seinen Schatten. Aber niemand im Haus hat ihn gesehen, trotz der Schüsse. Sie sagten, Sie haben gerade telefoniert, als es passierte. Mit wem? Spielt das eine Rolle? Mit einem Bekannten. Es war kein wichtiges Gespräch. Aber trotzdem wollten Sie es nicht unterbrechen. Aus keinem besonderen Grund. Kleiber ging also an die Tür. Sie sagten zu ihm, frage aber erst, wer da ist. Warum? Wie, warum? Warum sollte er fragen, wer da ist? Lassen Sie jeden rein? Keinen besonderen Grund, ihn das fragen zu lassen. Es war... Vorsicht. Angst. Wem galten die Schüsse überhaupt? Kleiber oder Ihnen? Aber er hat doch gefragt, wer ist da. Derjenige, der ihn erschießen wollte, der hat ihn an der Stimme erkannt und dann hat er ganz einfach losgeballert. Wie gut kennen Sie Kleiber? Er wohnt bei mir seit einem Jahr, das sagte ich schon. Sind Sie befreundet? Nein, Freunde, das kann man nicht sagen. Na ja, aber Sie kennen doch sicher sehr gut, dass Sie es eigentlich wissen müssen, ob er einen Feind gehabt. Ich meine, einen, der, wie sagten Sie das eben, das, der gleich losballert, sobald er nur die Stimme erkennt. Herrgott, nein, so gut kenne ich ihn wieder nicht. Herr Oberinspektor, der Mann ist Barkeeper in einer Nachtbar. Ah. Der kennt eine Menge Leute. Der feinste Umgang ist das nicht. Um welche Bar handelt es sich denn? Es ist das Marilou. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, es ist uns bekannt. Na ja, dann wissen Sie ja ungefähr Bescheid. Ein Unterweltsladen, ne? Unterweltsladen? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber wenn Sie Leute suchen, die fähig sind, durch eine Tür auf einen Menschen zu schießen, dann... Können wir Sie da finden, meinen Sie, was? War Kleiber vorbestraft? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wenn er es war, hat er es mir nicht gesagt. Ja, und Sie? Sind Sie vorbestraft? Ich? Ja, aber es liegt zurück. Darf ich mal raten? Diebstahl, hm? Es liegt zurück, es liegt 4 Jahre zurück. Was arbeiten Sie eigentlich? Im Moment arbeite ich nichts, ich habe nichts. Und wovon leben Sie? Ein bisschen Geld habe ich schon. Aber ich bin dabei, mir was zu suchen, bin gerade dabei. Das ist ja nicht verboten. Oder? Wen habe ich erschossen? Seinen Untermieter. Kleiber heißt er. Kleiber. Ich hatte gerade mit Forster telefoniert. Du hast doch Frau Benker nach der Manteuffelstraße gefragt. Ja, und dann war deine Pistole weg. Was ist los? Wo gehst du hin? Die Polizei anrufen. Willst du 20 Jahre ins Zuchthaus gehen? Aber er weiß doch, dass ich es war. Natürlich weiß er das. Und er wird es der Polizei sagen. Nein, er wird es nicht sagen. Er hat mich gleich angerufen. Er hat gesagt, du sollst den Mund halten. Er wird versuchen, dich da rauszuhalten. Mich da rauszuhalten? Er hat dich ja nicht gesehen. Er wird sagen, er weiß nicht, wer da geschossen hat. Warum muss er es wissen? Er sagt, du hast eine gute Chance, dass die Polizei niemals etwas erfährt. Warum tut der Mann das? Hast du ihn darum gebeten? Ich? Nein. Er kam von selbst drauf. Er hat gesagt, du sollst den Mund halten. Du sollst nicht durchdrehen jetzt. Er will dir helfen. Er? Mir? Warum? Weil
Weiß ich nicht. Hör zu, Ursula. Die Polizei ist gerade gegangen. Nein, nichts. Niemand hat ihn gesehen. Er kann ganz beruhigt sein. Was macht er denn jetzt? Er ist vollkommen fertig. Das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Naja, ist gut. Es ist alles gut gegangen. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Er wird nichts sagen. Und ich werde auch nichts sagen. Wir sind doch die Einzigen, die etwas wissen. Er kommt! Beide kommen! Guten Morgen, Herr Karuska. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karuska. Guten Morgen, Herr Karuska. Guten Morgen, Herr Karuska. Guten Morgen. 7:28. Bitte schön, Herr Karuska. 4:39. Habe ich's doch gleich gesagt. Nicht rausgeschmissen. Die hat ihm heute Nacht schon klar gemacht, dass sie auf der Post war. Mach, dass du rauskommst. Setz dich. Es kommt darauf an, dass du dich ganz normal benimmst. Setz dich hin. Tu, was du immer tust, was du jeden Tag tust. Und denk nicht immer dran. Willst du was trinken? Nein, möchte nicht. Doch, das ist eine gute Idee. Du trinkst ein Glas Sekt. Du wirst dich gleich wohler fühlen. Die Post, Herr Karuska. Danke, Frau Thieme, danke. Was Besonderes dabei? Nein. Nur draußen wartet noch ein Herr. Ein gewisser Forster. Wollen Sie ihn sprechen? Herr Karuska? Ja, er soll hereinkommen. Verlier jetzt nicht die Nerven. Guten Morgen, Herr Karuska. Wie geht es Ihnen? Nicht besonders. Das kann ich mir denken. Ich würde mich in Ihrer Haut auch nicht sehr wohl fühlen. Was hat er vor? Wie, was hat er vor? Hör mal zu, Ursula. Ich habe den Mund gehalten, aber ich kann jederzeit wieder aus der Sache raus. Ich möchte nur wissen, woran ich bin. Herr Karuska, wollen Sie ins Zuchthaus? Natürlich will er das nicht. Was hat er? Angst? Siehst du mir das nicht an? Ich habe ihn kaum dazu gebracht, ins Büro zu gehen. Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Karuska. Das wollte ich Ihnen nur sagen, dass die Sache absolut richtig läuft. Es hat Sie niemand gesehen und ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, es klingelte an der Tür. Ich sagte zu Kleiber, mach mal auf. Er fragte, wer ist da. Und dann waren 4 Schüsse. 4. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass Sie mich gemeint haben. Schwein gehabt, nicht? Außerdem halte ich mich an Tatsachen. Wissen Sie? Und Tatsache ist, dass ich lebe. Wer ist der Mann, den ich erschossen habe? Ein gewisser Kleiber. Wie alt? 28. 28. Barkellner in Marilou. Hören Sie, Herr Karuska, das soll jetzt kein Trost sein, aber der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Der hat eine Menge Vorstrafen, Einbruch, Diebstahl bis hin zur Körperverletzung. Begreifen Sie jetzt? Die Spuren führen alle weg von Ihnen. Für die Polizei sind Sie überhaupt nicht auf der Bildfläche. Also, den Sekt können Sie ruhig trinken. Und ich kann wohl auch mittrinken. Jetzt. Hä? Ja, natürlich. Du hast doch nichts dagegen, Gustl. Dann können Sie endlich mal den Mund aufmachen! Mifo.
Tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht mehr sagen kann. Schon gut. Dürfen wir noch ein bisschen hierbleiben oder drücken wir einen Umsatz? Aber ich bitte Sie. Es ist sowieso nicht los um diese Zeit. Darfst du oder bist du im Dienst? Ich habe schon einen anderen versprochen. Haben Sie mal Kleingeld? Ja, natürlich. Junge, Junge, was haben Sie da bloß für Musik? Ich gehe nach der Hitparade. Was ist mit Faust los? Mit wem? Wir haben mich schon verstanden. Was soll mit ihm los sein? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Belügen Sie mich nicht, wenn ich Sie nach Forster frage. Also, was ist mit dem Mann? Ich habe keine Ahnung. Was macht er? Ich bin nicht so bekannt mit dem Mann. Was macht er? Was tut er? Mit wem verkehrt er? Ich schwöre es Ihnen, ich weiß es nicht. Er kommt ab und zu hier mit einer Frau. Was für eine Frau? Ich weiß es nicht. Er sitzt nur manchmal hier. Ich sehe ihn alle Vierteljahr. Da muss das Vierteljahr aber gerade um sein. Herr Forster? Ja? Ah, Tag, Herr Oberinspektor. Tag. Ja, ich habe mir gedacht, dass Sie hier sind. So? Mhm. Wie sieht denn die Sache aus? Finster. Trinken Sie ein Bier mit? Ja, warum nicht? Gibt es irgendeine Spur? Einen Anhaltspunkt? Nicht den geringsten, nein. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie ja nichts mehr erfahren können. Wir stecken doch alle unter einer Decke. Wir sind ja am falschen Ort. Wir sind fast immer am falschen Ort. Doug Kelly, hast du gehört von der Geschichte? 4 Schüsse durch eine Tür. Ja, hab gehört. 2 Bier. 3. 3 Bier? Ja. Die ganze Nacht habe ich mich gefragt, ob die auch auf mich geschossen hätten. Was für eine Geschichte war der Kleiber da verwickelt? Also mir hat er nichts gesagt. Und dir? Ja, aber irgendwas hat er vorgehabt. Das reime ich mir so zusammen aus Andeutungen, die er gemacht hat. Du weißt auch nicht mehr, oder? Nein. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht weiter. Und Sie? Ich weiß nicht mehr so viel wie Sie. Na, wieder da? Hm? Ja, da ja. Dass du sehr bei der Sache bist. Und ob ich bei der Sache bin? Wir reden nicht von derselben, mein Freund. Ich werde mich doch an den verkümmerten Wesecke halten müssen. Wesecke, der ist ein... Ach, der mit der Hand in deinem Nacken, ja. Was drückt dich da? Weißt du, ich tue eigentlich nur meine Pflicht, wenn ich den Menschen alles zutraue, alles. Aber es widerstrebt mir, es widert mich an. Richtig, darum bist du auch Polizist geworden, mein Armer. Um wen geht's denn? Um einen Mann, von dem ich glaube, dass er weiß, wer der Mörder ist. Und der es nicht sagt? Naja, nur vermute ich. Und was tust du jetzt? Ich tue, was ich nur sehr ungern tue. Ich laufe hinter einem Menschen her, verfolge ihn, beobachte ihn. Tu dir nicht so leid. Nein, ich tue mir nicht leid, aber irgendwie widert es mich an. Für mich ist es immer noch ein Eingriff in die persönliche Freiheit eines Menschen. Ich hätte nichts dagegen. Wogegen? Wenn du in meine persönliche Freiheit etwas mehr eingreifen würdest. Denn der Wesecke, weißt du, ist auf die Dauer kein Ersatz. Derek? Harry. Der Harry. Wo bist du, Harry? Also doch, Wesecke. Du, das ist eine Riesenvilla. Er hat sein Auto stehen lassen, ist die letzten 50 Meter zu Fuß gegangen. Aber ich sage Ihnen doch, Herr Karuska kennt mich. Aber mir hat Nein, er gesagt... sagen Sie ihm meinen Namen. Forster. Ich soll niemanden hereinlassen, hat Sie er... Sie werden sehen, der wird ganz glücklich sein, wenn er mich sieht. Es ist ihm Komm rein. Gut. Dankeschön. Ist gut so. Na, sehen Sie?
Guten Abend, Herr Karuska. Verzeihen Sie, wenn ich so hier einfach hereinplatze. Aber ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht wissen wollen. Was los ist. Kann man hier was zu trinken bekommen? Natürlich. Möchtest du auch? Nein. Ich habe mich nämlich umgehört. Ich musste ja wissen, was die Polizei macht, was sie vorhat. Ich kann Sie völlig beruhigen. Die tappen im Dunkeln. Das ist ein hübsches Haus. Pfandhäuser bringen was ein. Wie lange machen Sie das eigentlich schon? Mein Großvater hat die Firma gegründet. Ah, das ist die Sache. Erben. Anders geht's wahrscheinlich gar nicht. Ich habe auch was von meinem Vater mitgekriegt. Einen Tritt in den Hintern. Das ist ein hübsches Mädchen. Du, wir wollten gerade Abend essen. Ja, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe auch Hunger. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Oder? Sie sehen doch hoffentlich, was für ein Risiko ich dabei eingehe. Ja, das sehe ich. Gestatten Sie, dass ich zum Abendessen bleibe? Bitte bleiben Sie. Also, was ist denn heute los? Wird hier was gefeiert? Nein. Warum? Esst ihr so immer? Macht ihr auch die Kerzen an? Gestatten Sie, dass ich das mache. Bringen Sie noch ein Gedeck für Herrn Karuska. Bitte? Ja, wissen Sie nicht, dass ich heute Abend hier esse? Kann ich mal mit Ihnen sprechen, Herr Karuska? Ja, sprechen Sie mit ihm. Tun Sie das. Ich muss dann. Die Dame ist noch nicht im Bilde. Ist denn das in Ordnung, Herr Karuska? Was meinen Sie? Ja, dass der Mann zum Essen hier bleibt. Ja, das hören Sie doch. Herr Karuska, ja, wissen Sie denn nicht, dass das der Mann ist, der Fräulein Mangold öfter hier abholt und der mit ihr telefoniert und natürlich der... Natürlich weiß ich das. Was will der Mann hier? Wollen wir nicht reingehen? Mit welcher Berechtigung? Ich an seiner Stelle will uns rausschmeißen. Psst. Außerdem weiß Forster dann, dass wir hinter ihm herrennen. Ja. Wenn Sie mich fragen, das konnte nicht gut gehen. Ganz im Ernst, irgendwie haben Sie einen Fehler gemacht, Herr Karuska. Das sehen Sie hoffentlich ein. Ich verstehe, dass Sie Spaß daran haben, das ist vollkommen in Ordnung. Diesen Spaß möchte man haben bis zuletzt. Aber können muss man auch. Nicht nur wollen. Komm, wir zeigen ihm, was man mit der Musik machen kann.
Ich würde die laufen lassen. Auf die sind Sie doch gar nicht angewiesen. Sie doch nicht, Herr Karuska. Karuska, Kriminalpolizei ist da. Frau Thieme, die Helga ist von der Leiter gefallen. Bitte helfen Sie ihr. Guten Tag, Herr Karuska, ja? Ja. Was kann ich für die Herren tun? Ich bin Kriminalinspektor Derrick und das ist... Entschuldigen Sie bitte. Das ist Inspektor Klein. Darf ich fragen, was Sie zu mir führt? Kennen Sie Herrn Forster? Erich Forster. Ja, der Mann ist mir bekannt. Kriminalpolizei? Wieso Kriminalpolizei? Haben Sie gesagt, was Sie wollen? Nein. Ja, er hat bei mir übernachtet. Ist etwas dabei? Komm ruhig her, Ursula. Das ist Fräulein Mangold. Na, da ist auch Herr Forster. Bitte kommen Sie doch näher, Herr Forster. Kommen Sie. Morgen, Herr Forster. Guten Morgen. Was machen Sie denn hier? Hat das irgendwas mit dem Mord zu tun bei Ihnen in der Wohnung? Ja, ist unglaublich, ne? Wieso unklar? Das verstehe ich nicht. Wir haben Sie unter Polizeischutz gestellt. Unter Polizeischutz? Mich? Wieso? Sie haben mich beschattet? Zu Ihrem Schutz? Zu meinem Schutz? Ja. Ja? Ja? Wer sagt Ihnen denn, dass ich Schutz brauche? Sie haben heute Nacht nicht in Ihrer Wohnung übernachtet. Warum denn nicht? Wieso, weil er Angst hatte, natürlich. Entschuldigen Sie, aber warum wollen Sie das nicht zugeben? Ja? Herr Forster hat mir erzählt, was in seiner Wohnung passiert ist und mich gefragt, kann ich bei Ihnen übernachten? Ich habe sofort gesagt, selbstverständlich. Ich habe ein großes Haus, wissen Sie. Ja, ja, das, so war das, das stimmt. Woher kennen Sie Herrn Forster? Fräulein Mangold ist meine Mitarbeiterin. Über Sie habe ich Herrn Forster kennengelernt. Kennen Sie ihn schon lange? Nein, nicht sehr lange. Seit wann genau? Seit gestern. Na, hören Sie. Sie kennen ihn also nicht sehr lange und auch nicht sehr gut. Das kann man nicht sagen. Aber welchen Sinn hat Ihre Frage? Herr Forster hat Angst in seiner Wohnung, sucht eine andere Möglichkeit zu übernachten und wendet sich an Sie, den er kaum kennt. Fräulein Mangold kennt ihn gut. Sehr gut. Was sie bestätigen wird. Ja, ja, das stimmt. Welche Art ist nun Ihre Beziehung zu Herrn Forster? Welche Art? Ja, danach wird gefragt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind gute Bekannte. Wohnen Sie im Haus von Herrn Karuska? Ja, sie wohnt bei mir. Ich sag Ihnen ja, mein Haus hat viele Zimmer. Heutzutage Angestellte zu bekommen, ist nicht schwer, ja, aber man muss sie auch unterbringen. Ja, ja, ich verstehe. Kannten Sie Herrn Kleiber? Der Mann, der in der Wohnung von Herrn Forster erschossen wurde. Nein, ich habe den Mann nicht gekannt. Nie gesehen? Nie gesehen. Und Sie? Wer, ich? Ja, Sie. Kannten Sie Herrn Kleiber? Ja. Ich war mal in dem Lokal, in dem er gearbeitet hat. Da habe ich ihn gesehen. Aber Sie kannten ihn nicht näher? Nein. Haben Sie irgendeine Vermutung, wer den Mann erschossen haben könnte? Nein. Und Sie? Nein. Du fragst aber auch. Ja, wär's auch schon, ne? Verzeihung, bitte. Ja. Verzeihung. Dankeschön. Danke. Hoffentlich haben wir ihn nicht allzu sehr gestört. Aber ich bitte sehr. Hinaus finden wir schon. Vielen Dank. Komm. Ist nochmal gut gegangen, was? Ist es das wirklich? Ja, wieso denn? Die sind doch losgezogen. Herr Karuska, Sie waren so gut. Ja, das hört er nicht gern. Jetzt können wir in Ruhe was trinken. Wo gibt's denn was? So, jetzt haben Sie niemanden mehr zu fürchten. Außer uns. Mich und Ursula. Rein theoretisch gesprochen. Denn wir beide sind die Einzigen, die es wissen. Stellen Sie die Gläser daher. Hat die Polizei noch was gefragt? Sie sind noch da. Was? Die sind noch da? Sie sehen sich noch um. Sie seien noch nie in einem Leihhaus gewesen. Wo sind Sie denn? Sie wollen sich alles anschauen, haben Sie gesagt.
Naja, und wenn die Fristen verfallen, dann... Dann macht er das große Geschäft. Ja, das dachte ich mir, ja. Das verkauft er doch alles im Laden dann. Da hat doch noch Läden überall. Das ist ein gut gehendes Geschäft. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie gar nicht gesehen, dass Sie... Was der im Safe hat, müssen Sie mal sehen. Haben Sie es gesehen? Der ist Millionär, wenn Ihnen das was sagt. Sagen Sie mal, welche Stellung bekleidet eigentlich Fräulein Mangold hier? Die? Die tut doch hier nichts. Mit der schläft er doch bloß. Wissen Sie das genau? Das weiß doch jeder hier. Der ist doch nicht mehr zu retten mit der... Haben Sie den Mann gesehen, mit dem sie gerade gekommen ist? Herrn Forster. Und wie der heißt, weiß ich nicht. Aber das ist der, mit dem du den Karuska bescheißt. Fräulein Löhr? Ja? Bitte. Entschuldigung. Kann ich den Herrn behilflich sein? Nein, danke. Er findet sich schon allein zurecht. Hat die Polizei noch was gefragt? Was sollen die fragen? Das frage ich dich. Ob im Leihhaus ein gutes Geschäft ist, wollten die wissen. Ja, da hättest du ja ruhig Ja sagen können. Hab ich auch. Ja, dann geh wieder an die Arbeit. Na, also, alles in Ordnung. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich heute Abend wiederkomme. Ich habe Sie was gefragt, Herr Karuska. Nein. Also. Brauchen Sie sie noch oder kann ich sie mitnehmen? Herr Karuska, ich habe Sie wieder was gefragt. Sie kann gehen. Komm. Was mich beschäftigt, all diese Sachen hier haben ihre eigene Geschichte. Man hat sich von ihnen getrennt, weil man Geld brauchte. Es interessiert mich, sehen Sie die menschlichen Notlagen noch, die sich hinter all diesen Gegenständen verbergen? Ein Geschäft muss wie ein Geschäft geführt werden. Sie sehen sie also nicht? Ich sehe sie, aber sie spielen keine Rolle für mich. Mein Beruf hat auch mit menschlichen Notlagen zu tun. Ich muss sie sehen. Für mich spielen sie eine große Rolle. Sie sind in einer solchen Notlage, Herr Karuska. Nein. Wie sind Ihre persönlichen Verhältnisse, Herr Karuska? Wie meinen Sie das? Finanziell? Nein. Sind Sie verheiratet? Waren Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich war verheiratet, ich habe keine Kinder. Und Ihre Frau ist... Sie kam eines Tages nicht nach Hause. Sie lebt jetzt in Köln, glaube ich. Wie lange ist es her? Es war vor ungefähr 20 Jahren. Sehen Sie da meine Notlage? Nein, nein, nicht unbedingt da, aber Sie haben eine sehr junge Geliebte, Herr Karuska. Wie lange leben Sie schon mit Fräulein Mangold zusammen? Seit einem Jahr. Liebe? Gefühl, Herr Inspektor, wenn man das hat, will gebraucht werden. Es sucht sich ein Objekt. Sie scheuen das Wort Liebe, ja? Warum wollen Sie es hören? Ich möchte nur wissen, wie intensiv Ihre Gefühle für Fräulein Mangold sind. Sehen Sie mich an, Herr Inspektor. Was kann ich erwarten? Dass Sie betrogen werden? Sie betrügt Sie doch mit Forster. Dulden Sie das? Ich muss ja, Herr Inspektor, ich muss. Na, ich verstehe. Sie dulden es, aber Sie sind nicht einverstanden. Einverstanden? Mit dem Gefühl ist es wie mit den Gegenständen hier. Man gibt es weg. Man bekommt niemals den vollen Wert. Ich habe diese Beziehung geduldet. Ich bin einverstanden damit. Ich bin in keiner besonderen Notlage. Wenn man so aussieht wie ich, wird man bescheiden. Wann kam Herr Forster gestern Abend zu Ihnen? So gegen 11. Er rief vorher an und sagte, kann ich vorbeikommen? Es ist etwas Unglaubliches passiert. Und Sie waren beide zu Hause? Ich meine, Sie und Fräulein Mangold? Ja, wir waren beide zu Hause. Forster kam, erzählte den Vorfall und bat, bei uns übernachten zu dürfen. Besten Dank, Herr Karuska.
Geben Sie mir meine Wohnung vor, Thieme. Ja, bitte? Frau Benker? Nein, Herr Karuska, sie ist nicht hier. Nein, Herr Forster ist auch nicht hier. Nein, Herr Herr Karuska, er wollte wissen, ob Fräulein Mangold hier ist. Was? Was hat Frau Benker gesagt? Das habe ich doch gerade gesagt. Karuska sei vorgestern Abend früh nach Hause gekommen, sich dann nach dem Mangold erkundigt, war sehr aufgeregt, hat nichts essen wollen und ist in einer schrecklichen Verfassung gewesen. Sagte sie das? Ja, das habe ich doch... Moment, gebrauchte sie diesen Ausdruck? Ja, deswegen sah ich das doch. Ich nicht gleich weiter. Weiter. Mangold ist dann gegen 9 nach Hause gekommen und die Frau Benker ist dann auf ihr Zimmer gegangen. Und der Karuska ist ja nochmal weggefahren. Was? Er hat ihn vom Fenster aus wegfahren sehen. Na, dann mal los. Wir müssen sofort hin. Mit welchem Recht ich an die Bar gehe? Ursula, sag's ihr, mach ihr das klar. Mit allerhöchster Erlaubnis darf ich hier trinken, was ich will. Ist schon gut, Frau Benker, er hat's erlaubt. Trinken und essen und Musik machen, wogegen Sie hoffentlich nichts haben. Ich rate Ihnen, Frau Benker, mit mir müssen Sie sich gut stellen. Mach ihr das einmal klar, Ursula. Bevor Sie in ziemlich kurzer Zeit eine ziemlich gute Stellung verlieren. Hier halte ich es jahrelang aus. Hm? Er hat ein gutes Geschäft. Ein sehr gutes Geschäft. Aber... wir haben jetzt auch ein gutes Geschäft. Zu sagen? Haben Sie schon Schluss gemacht im Geschäft, Herr Karuska? Ich weiß wirklich nicht, ob wir uns das leisten können. Ist was los? Ist was passiert? Tun Sie doch den Mund auf! Was soll denn das? Bleiben Sie stehen. Sind Sie verrückt geworden? Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn tun? Sie werden doch nicht schießen wollen. Herr Karuska. Nehmen Sie ihm die Pistole weg. Tun Sie die Hand weg. Fräulein Mangold? Nehmen Sie Herrn Karuska die Waffe weg. Gehen Sie hin zu ihm. Gehen Sie. Gehen Sie nur. Gehen Sie ohne Angst. Sagen Sie ihm, er soll Ihnen die Waffe geben. Sagen Sie es ihm.